Ein gutes Leben, würde ich sagen, hat mit sehr viel Freiheit zu tun. Ich denke, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat. Ja, glücklich zu sein, gesund zu sein. Dass ich auf jeden Fall einen Partner, eine Partnerin habe, mit der ich wirklich meine Zukunft verbringen möchte. Dass ich meine Freiheiten behalten kann, dass ich glücklich leben kann und dass ich gesund bin. Dass ich nicht mit Existenzängsten zu tun haben muss. Ja, dass es viel Freiräume gibt, um mit sich und mit den Menschen um sich herum zu arbeiten. Ich hoffe, dass die Welt, in der meine eventuellen Enkel mal groß werden, eine Welt ist, in der man frei sein kann in dem, was man tut und sich frei in alle möglichen Richtungen entwickeln kann. Dass sie genau die gleichen Chancen haben, die ich gerade auch habe. Meine Arbeit wird in 10 Jahren vielleicht viel vernetzter sein, noch mehr als jetzt. Und eben auch viel mehr darauf ausgelegt sein, globale Probleme vielleicht mehr zu behandeln, als jetzt nur zu gucken, wie geht es mir in meiner Stadt, wie geht es mir hier in Deutschland. Dass ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, halt mich verwirklichen oder gemeinsame Ideale verwirklichen kann, aber nicht einfach nur arbeiten muss, um Geld zu verdienen oder um zu existieren. Wenn ich in Rente gehe, glaube ich, dass das Sozialsystem schon schwieriger geworden ist, gerade wegen der Überalterung der Gesellschaft. Es wird halt viele Jobs, die so monotone Jobs sind oder irgendwie Maschinen bedienen oder so, es wird halt wegfallen, weil es einfach nicht mehr benötigt wird, weil das von Computern oder Robotern erledigt werden kann. Alles ist geprägt auf den Job und was man später macht und das Studium und die Ausbildung ist ja auch schon darauf gemünzt, wie viel Geld man nun bekommt. Und wenn jeder vielleicht ein Grundeinkommen besäße, wäre das alles vielleicht entspannter und man könnte vielleicht mehr leben. Also leben in dem Sinne, dass man das Leben vollkommener genießt, als es jetzt vielleicht ist. Ich würde schon gern mithelfen, wo es geht oder was ich kann. Wenn es Grundeinkommen gibt, natürlich. Also solange ich abgesorgt bin, kann ich mich überall einbringen und wäre damit auch sehr zufrieden. Ich sehe die Gefahren in der zukünftigen Gesellschaft, dass das Engagement zurückgeht, also dass die Leute sich einfach überhaupt gar nicht mehr engagieren, sich zwar interessieren und vielleicht auch laut schreien, aber dass das Engagement direkt fehlt. Am meisten Angst habe ich in der Zukunft davor, dass es eine ganz schlichte Wiederholung von einem Nazi-Deutschland oder ähnlichem nationalistischen Regime gibt. Also ganz konkret habe ich Angst, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt nächstes Jahr anfange zu studieren, es nicht leisten kann, in der Stadt, in die ich gerne gehen möchte, zu studieren, weil ich mir die Miete nicht leisten kann. Ich finde gerade in heutigen Zeiten mit dem Rechtsruck und so weiter, habe ich das Gefühl, dass die Leute das Denken verlernen, ne? Und dass vielleicht diese Social-Media-Geschichte irgendwie wieder in den Hintergrund rückt, weil man merkt, dass Face-to-Face-Gespräche einfach viel intensiver sind und viel lebenswerter machen. Das wünsche ich mir so. Also ich hoffe, dass die Menschheit immer weiter zusammenwächst. Wir können jetzt schon glücklich sein mit dem, was wir tun. Bloß können das nicht alle gerade. Und das ist schade. Dass der Mensch immer sich so darauf besinnt, dass er ein Mensch immer noch ist. Und dass er mit seinem eigenen Handeln Dinge ändern kann und Dinge bewirken kann. Das ist so meine Zukunftsvision, dass man sich, wie gesagt, darauf besinnt, Mensch zu bleiben. Der Klimawandel wird sich auf mein Leben momentan wahrscheinlich so auswirken, dass ja, ich mir einfach selber mehr Gedanken machen muss, Alternativen zu finden zu Plastik zum Beispiel. Das ist ja ein ganz großes Thema. Es gibt keinen Planeten B, so ist es nun mal. Wir leben auf diesem Planeten und auf dem wollen wir aber auch noch mehr, also mehrere Jahrzehnte, Jahrtausende, wenn möglich, leben. Und deshalb muss man sich auf jeden Fall bemühen, denn so wie es jetzt ist, kann es halt nicht weitergehen. Dass man sich schon selber fragen muss, ob man wirklich Auto fahren muss. Der Klimawandel, so stark wie er jetzt stattfindet, in der Schnelligkeit, kann halt nur, indem alle mitmachen, aufgehalten oder verlangsamt werden oder irgendwie was gerettet werden. Die Zukunft beginnt für mich in dem Moment, wo ich meinen Tag abschließe, also meistens immer am nächsten Tag. Ich bin ein Mensch, der braucht diesen Abschluss, um etwas Neues zu beginnen. Ja, ich denke, die Zukunft ist dieser Spielzeitraum, wo du eben Dinge anfangen kannst. Ich habe letztes Jahr Abi gemacht und in der Schule
war es immer so, die Zukunft ist dann nach der Schule, dann wenn man anfängt zu studieren, wenn man sein eigenes Leben startet. Deshalb ist, glaube ich, für mich gerade jetzt die Zukunft.